Hier eine kurze Beispielaufgabe zur elektrischen Feldstärke. Wir haben Folgendes gegeben. Unsere negative Punktladung Q1 beträgt 1,6 mal 10 hoch minus 18 Coulomb. Für unseren Proportionalitätsfaktor K gilt, K ist gleich 1 durch 4 Pi mal Epsilon 0, wobei Epsilon 0, die elektrische Feldkonstante, gleich ungefähr 8,9 mal 10 hoch minus 12 Ampersekunden pro Voltmeter ist. Gesucht ist jetzt die elektrische Feldstärke bei der Ladung Q2 gleich 2,0 mal 10 hoch minus 18 Coulomb, hier Q2, die sich im Abstand von 3 mm zu Q1 befindet. Also, wie gehen wir hier vor? Erstmal Gleichung für die elektrische Feldstärke. Wer das Video dazu noch nicht gesehen hat, kann das gerne hier oben auf dem i nachholen. Es gilt, elektrische Feldstärke E ist gleich Proportionalitätsfaktor K mal Ladung Q1, von der aus die elektrische Feldstärke ausgeht, durch Abstand der beiden Ladungen zum Quadrat. Ihr merkt, ne, um die elektrische Feldstärke zu bestimmen, interessiert uns eigentlich überhaupt nicht der Wert von Q2. So, für die Ladung K können wir jetzt 1 durch 4 Pi mal Epsilon 0 einsetzen. Das machen wir jetzt direkt. Also Ladung K ist 1 durch 4 Pi mal Epsilon 0 und dann weiter mal Q1 durch R Quadrat. Und Pi kennen wir ja, solltet ihr in eurem Taschenrechner haben. Epsilon 0, dann können wir dieses Paket hier einsetzen. Für Q1 können wir den Wert einsetzen. Und R, das ist der Abstand, da können wir die 3 mm einsetzen. Und dann kommen wir eben darauf, dass die elektrische Feldstärke gleich 1 durch 4 Pi mal 8,9 mal 10 hoch minus 12 Ampersekunden pro Voltmeter mal Q1, also mal 1,6 mal 10 hoch minus 18 Coulomb durch Abstand ins Quadrat. Hier aufpassen, in SI-Einheiten umwandeln, die 3 mm. Ja, die SI-Einheit von der Länge ist Meter, also durch 0,003 Meter zum Quadrat. Ja, Milli, das ist ein Präfix, heißt Tausendstel, das sind 3000stel Meter oder eben 0,003 Meter und das eben zum Quadrat. Ja, wichtig, immer mit SI-Einheiten rechnen, damit man die miteinander verrechnen kann. Beispielsweise hier die Voltmeter und die Meter können sich in dem Fall rauskürzen. Ja, mit Millimeter würde das nicht gehen. Und das kurz im Taschenrechner eingesetzt, da solltet ihr auf einen Wert von ungefähr 1,6 mal 10 hoch minus 5 Volt pro Meter kommen. Ja, so, ich hoffe, ihr konntet die Aufgabe lösen, vielleicht auch dadurch ein bisschen besser verstehen. Ja, die elektrische Feldstärke an der Stelle der Ladung Q2 hat nichts mit der Ladung Q2 zu tun, sondern eben nur mit der Ladung Q1, von der aus wir sie berechnen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare stellen. Ich versuche jeden Kommentar zu antworten.